Alle Retreat-Teilnehmer waren jetzt zum Interview gewesen. Es hat sehr viel Kraft gekostet für mich, aber ich habe auch sehr viel gelernt. Einmal, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie unterschiedlich die Bedürfnisse der Meditierenden sind. Und die Herangehensweisen. Einige von euch lieben die Stehmeditation, andere geht so. Einige kommen mit den gruseligen Kontemplationen prima zurecht, andere eher nicht so. Einige brauchen viel von der Peitsche, die anderen mehr Zuckerbrot. Und von daher bin ich ganz optimistisch, dass in diesem Retreat für alle was dabei ist. Aber es war mir eigentlich von vornherein schon klar, aber es wurde jetzt noch deutlicher bei den Interviews, dass es schon eine Menge Zeug ist, was ich euch vermitteln will. Einige von euch können gar nicht genug kriegen und saugen alles auf wie ein Schwamm. Andere fühlen sich etwas überladen. Und einige werden rastlos dadurch, andere energielos, etwas ermattet. Und drum habe ich überlegt, ob es noch vielleicht möglich wäre, das etwas anzupassen, den Kurs. Aber sagen wir mal, von den wichtigen Methoden fehlt eigentlich nur noch eine, das ist die Körperteile-Betrachtung. Und einige von euch hatten aufgrund der kontinuierlichen und verstärkten und vertieften Körperachtsamkeit bereits spontane Nimittas und spontan aufsteigende Praxis in dieser Richtung. Also dann denke ich, kann es nicht schaden, wenn wir das noch dranhängen. Was ich streichen möchte, sind die noch ausstehenden Achtsamkeitsübungen. Ich denke, das reicht, was wir jetzt haben. Dass nicht zu viel Unruhe aufkommt, denn es ist ja bei den halbformalen Übungen mehr Vitaka Vichara, mehr Gestaltung für die Sprache dabei, was also der Geistesruhe etwas entgegengeht. Da habe ich noch was gelernt, und zwar Vitaka Vichara ist nicht nur sprachliche Gestaltung, sondern auch schriftliche Gestaltung. Die noch ausstehenden Übungen, die werde ich dann am Schluss des Retreats erwähnen, als Hausaufgabe mitgeben mit noch weiteren Möglichkeiten. Und möchte auch hinweisen, das hatte ich ja nun schon mehrmals gesagt, dass ihr für eure Praxis verantwortlich seid. Und anfangs sagte ich, dass eine der Laborbedingungen ist, den Stundenplan einzuhalten, aber nicht unbedingt alle Techniken jetzt hier auch wirklich auszuprobieren. Ihr könnt das mit nach Hause nehmen. Ich möchte euch das alles vorstellen und ja, mitgeben. Aber eigentlich ist das, was wir hier in 8 Tagen durchziehen, designed für ein 20-Tage-Retreat. Nur, wie viele von euch wären da, wenn es ein 20-Tage-Retreat wäre? Wer hat so viel Zeit? Außerdem, die Vorträge werden alle aufgezeichnet und es gibt dann 2 Versionen, eine für die Teilnehmer und eine, die davon veröffentlicht wird, als Material für die Zukunft, das sozusagen auch mein Vermächtnis. Wer weiß, ob ich jemals wieder in der Lage sein werde, so einen Kurs zu geben, weil meine Gesundheit eben nicht so die beste ist. Letzten Sonntag, also der erste eigentliche Retreat-Tag, da sah es so aus, als ob ich den Kurs nicht geben kann. Da ging es mir nicht so gut, aber es hat sich dann gebessert. Ich habe auch die Technik, die ich euch empfohlen habe, Umgang mit unangenehmen Empfindungen, selber angewendet. Echt real und live, und es hat auch sicherlich zur Besserung beigetragen. Ja, Vermächtnis mitgegeben, das ist natürlich Ausdruck meines persönlichen Bhava-Tanha-Daseinsbegehren, aber ein klein bisschen Mitgefühl ist auch dabei, weil ich weiß ja, was es sonst noch so
auf dem Markt gibt an Retreats. Ich habe ja nun auch schon verschiedene Sachen ausprobiert, bevor ich Mönch wurde. Und ich weiß auch, wie in anderen Retreats die Interviews laufen. Also eins habe ich gemacht, da wurde ich gefragt, berichte, wie dein Atem ist. Da habe ich gesagt, naja, so, und dann wird er subtiler und dann scheint er zu verschwinden. Und dritte Einsichtsstufe, weitermachen. Da konnte ich wieder gehen, das war's. In einem anderen Retreat gab es vorgefertigte Antworten aus dem Handbuch. Ich habe allerdings auch bei Ayakema gute Interviews gehabt und bei den Wisemans ebenfalls. Aber von daher kann ich so in etwa einschätzen, was das so wert ist, was ihr hier vermittelt bekommt. Von daher gebe ich auch gerne die Energie, von der ich nun nicht so sehr viel habe oder nicht so viel habe, wie ich gerne hätte. Aber das ist ja auch Teil der Praxis, mit dem, was man gerne hätte und dem, was man hat, zurechtzukommen. Also bitte arbeitet mit den Methoden, insoweit es euch tauglich ist. Und den Rest könnt ihr euch für später aufheben. In den Interviews wurde auch deutlich, dass ihr sehr gut verstanden habt, den kreativen Umgang mit den Techniken und Herangehensweisen. Die berichteten und nachgefragten, auch schriftlich nachgefragten Methoden der Todeskontemplation sind alle super, alle prima, alle im Einklang mit dem, was der Buddha uns empfohlen hat. Es gibt noch weitere Methoden. Ich habe bei den Buddhisten Sterbemeditation durchgeführt, wo der Sterbeprozess so als geführte Meditation durchgenommen wird und mich gefragt, warum in den Suttas nichts steht davon. Und vermutlich liegt das daran, dass all diese Meditationen, diese geführten Meditationen auf Wahrnehmungen beruhten. Und Wahrnehmungen sind ebenso, wie ich schon gesagt habe, wenn wir Samadhi anhand von Wahrnehmungen beurteilen, können wir ziemlich daneben liegen, weil von Person zu Person unterschiedlich sind, konditioniert sind. Der Buddha hat über Samadhi nicht im Sinne von Wahrnehmungen, sondern im Sinne von Gefühl gesprochen. Und die Nahtodforschung hat ja auch bestätigt, dass die Erlebnisse der Leute, die dann zurückgeholt worden sind, zurückgekommen sind, unterschiedlich sind. Manche haben einen Tunnel, manche haben keinen Tunnel. Manche sehen Licht, manche sehen kein Licht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal mitgemacht habt. Also bei so einer Sterbemeditation, da liegt man auf dem Rücken und stellt sich vor, dass sich die Elemente auflösen. Gut, das geht ja noch einigermaßen, Erdelement, wie man schwächer wird und so weiter. Das kann man sich noch vorstellen, da entspannt man sich und so. Ja, Wasserelement, dass dann die Flüssigkeiten raussickern, das ist dann schon schwieriger. Erdelement und Feuerelement und Luftelement, dass das verschwindet. Ja, das ist dann schon sehr konzeptuell. Aber geht noch, gut. Jetzt dann die Sinne lösen sich auf. Ja, wie soll ich mir vorstellen, dass sich der Sehsinn auflöst? Was sieht man denn, wenn sich der Sehsinn auflöst? Also ich kann mir vorstellen, schwarz oder weiß oder durchsichtig, aber das ist ja immer noch Sehsinn. Also es ist eigentlich ziemlich unmöglich, sich das vorzustellen. Aber gut, auch noch okay. Aber dann die Khandas, dass sich die Khandas eins nach dem anderen auflösen. Also das ist ein Konzept, da rollen sich mir die Zehennägel hoch. Das ist ungefähr so, als wenn man sagt, schmeiß einen Würfel Zucker in einen Kaffee und dann löst sich erst die Vorderseite auf und dann die Rückseite und dann die Oberseite. Also entweder löst sich der Würfel auf oder er löst sich nicht auf. Und wenn er sich vorne ein bisschen auflöst, kommt eben eine neue Oberfläche dahinter zum Vorschein. Ja, die Khandas sind Aspekte unseres Daseins, die kommen zusammen und gehen zusammen. Dann habe ich dann auch mal bei einem Seminar über, wie das so ist mit dem Sterben, dann den gefragt, ja, wie, also wenn sich Vedana schon aufgelöst hat, wieso kommt man dann in den Zustand der Angst? Dann haben die ganzen alten Hasen also über mich gelacht, unwissend und, ja, keine Ahnung. Und dem
Coaching war aber schon klar, dass da irgendwo ein Widerspruch ist. Und dann hat er gesagt, ja, auf subtilerer Ebene. Weiß ich jetzt nicht, ob man auf subtilerer Ebene dann noch Gefühl hat oder die Angst auf subtilerer Ebene oder was er damit meinte. Jedenfalls war das mein letzter Besuch dort. Also wir versuchen kein Fantasy zu machen. Wir versuchen schon irgendwie bei dem zu bleiben, was wir real nachvollziehen können. Verwesungsprozess können wir uns anschauen. Wenn irgendwo ein toter Vogel bei uns im Kloster liegt oder eine tote Maus oder so oder sonst irgendein totes Tier, dann lasse ich die immer liegen und schaue dann, wie dann das so nach und nach verwest und die Ameisen kommen und so weiter, bis dann der Hausmeister kommt und sagt, was liegt denn da schon wieder rum und schmeißt es auf den Kompost. Ja, es gibt auch Aasfresser, also das passiert auch manchmal, dass dann irgendwie ein Fuchs oder irgendwas sich das Zeug dann holt. Ja, und dann und die Visionen, dass selbst in unter den herrscht da Uneinigkeit, ob das nun wirklich bei jedem so ist oder ob das nicht so ist. Und die, die sagen, es ist so, die sagen, das ist von Vorteil, wenn man sich auf den Tod vorbereitet, indem man das in einer Art Visualisierung vorwegnimmt, weil wenn es dann im Tod auftritt, dann ist man gelassen, weil dann kennt man es ja schon. Das ist ein gutes Argument. Aber wenn es dann nicht so ist, dann ist es natürlich schlecht, wenn man das vorher so geübt hat. Wenn man dann darauf wartet, dass der schwarze Heruka kommt mit seiner Schädelgirlande und der kommt gar nicht. Ja, also Fazit. Versucht euch nicht unter Druck setzen zu lassen von dem, was ich hier an Fülle bringe, sondern nehmt es dosiert an und schaut, wie viel ihr davon verarbeiten könnt und versucht auch die anderen Faktoren der Energie, Sammlung und Gleichmut im Gleichgewicht zu halten. Eine Frage hier, ob ich zum Thema Umgang mit Angst und Erwartungshaltung etwas sagen kann. Zum Thema Erwartungshaltung habe ich ja eingangs schon gesprochen. Zum Thema Angst könnte ich jetzt aus dem Stegreif eine Stunde sprechen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Und es würde auch etwas, ja, noch mehr Input werden. Kommt wieder der Werbeblock. Ich habe im Januar oder Februar einen längeren Vortrag zum Thema Angst gegeben. Der ist auf unserer Mediathek zum Runterladen. Aber vielleicht im Zusammenhang mit der Sterbethematik. Denn viel von Angst ist Angst vor dem Tod. Angst um unser Sein. Es gibt zwei Arten. Furcht vor etwas und Angst um etwas. In der Meditation, wenn wir so langsam vordringen in Bereiche, wo wir merken, das ist alles gar nicht so solide, wie wir immer dachten, kann auch eine gewisse Beunruhigung, eine gewisse Angst auftauchen. Und es ist eine gute Idee, sich der zu stellen und sich das genau anzuschauen. Denn im Grunde ist es eine Last, die wir abwerfen. Wenn wir feststellen, je weniger wir uns an etwas festhalten, wie die Dinge sein müssten, desto weniger Angst haben wir, desto weniger fühlen wir uns bedroht. Aber Angst an sich ist etwas, das wird uns bis zum Schluss der Praxis begleiten. In der einen oder anderen Form. Wir sollen vor der Angst nicht davonrennen. Das ist der Rat, den uns der Buddha gibt. Aber wir können auch die nicht per Knopfdruck abschalten, weil das ist die Rückseite von Begehren. Wir wollen irgendeinen Platz einnehmen, das ist Begehren. Wir tun das, das ist Ergreifen. Und weil wir nur Dinge ergreifen können, unser Daseinszubehör, den alten Plunder um uns aufbauen können, der uns wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Deswegen haben wir Angst, weil wir nichts haben, womit wir unseren Platz auf Dauer sichern können. Das ist die Kehrseite vom Begehren. Im Zusammenhang mit der Sterbethematik, Angst vorm Tod, ab wann ist die denn weg? Man liest manchmal, dass ein Stromangetretener keine Angst mehr vorm Tod hat. Das ist verkehrt. Ein Stromangetretener hat keine Angst mehr in Bezug auf eine schlechte Wiedergeburt.
Das macht schon mal einen großen Teil der Angst vom Tod aus. Wenn ich sterbe und weiß, mir kann im Prinzip nichts passieren, das kann nur besser werden, habe ich weniger Angst vom Tod, als wenn ich weiß, keine Ahnung, wo es hingeht. Tja, was ist jetzt, wenn wir noch nicht drum eingetreten sind? Also, ich sagte ja vorhin schon, eine gute Ethik als Grundlage ist auch schon viel wert. Reuelosigkeit ist ein gutes Mittel gegen Angst. Und wenn an dem Gesetz von Karma irgendwas dran ist, wenn wir uns unser Leben lang der Praxis widmen, wird es auch in die Richtung weitergehen. Das ist ja die Neigung unseres Geistes. Also dann wird die Angst auch weniger. Ich habe mal Lungpo Tong denn gefragt, ob denn ein Anagami noch Angst hätte. Da meinte er ja. Allerdings lässt sich die Angst eines Anagami in keinster Weise mehr vergleichen. Der Anagami hat ja noch die Daseinsfessel der Rastlosigkeit, der Unruhe. Und in den Suttas ist das Wort Unruhe oft in vielen Zusammenhängen ein Synonym für Angst, eine subtile Form der Beunruhigung. Beunruhigung ist ja auch eine subtile Form von Angst. Der Anagami hat sicherlich keine Angst mehr in Bezug auf irgendwelche materiellen Dinge, was mit den Sinnen zusammenhängt, was mit Zuneigung oder Abneigung zusammenhängt, denn die sind weg. Aber so eine Beunruhigung, ja, was kommt jetzt? Ich habe noch irgendwie das Gefühl, noch was tun zu müssen. Sowas in der Art, so hat es mir Lungpo Tong denn erklärt. Der Arahant ist frei von Angst. Das ist das Sangati übrigens. Im Mönchsjargon sagen wir an den Mondtagen mit Schlips. Eine der grundlegenden und wichtigsten Lehren für unsere Praxis, Satipatthana Sutta, Grundlagen der Achtsamkeit meistens übersetzt. Wollen wir heute mal ein bisschen näher untersuchen, weil ich hatte ja schon erwähnt, dass Satipatthana etwas tiefer geht, als nur achtsam unsere Hausarbeit und Gartenarbeit zu machen, dass da etwas mehr dahinter steckt, denn das Versprechen, das uns der Buddha gegeben hat, ist, dass dies der direkte Weg zur Befreiung und Läuterung der Wesen ist. Vielleicht zunächst mal, was ist überhaupt Achtsamkeit oder Sati? Wörtlich bedeutet es erinnern. Und es gibt viele Menschen, die glauben, wenn man kontemplative Meditation betreibt, dass das nicht Satipatthana ist. Wenn wir die Lehrrede lesen, finden wir aber eben die Abteilung über Körperbetrachtung, 32 Teile und Todesbetrachtung, Leichen, Verwesen und all das. Also ist das nicht ein Widerspruch mit dem achtsam in der Gegenwart sein? Ist das nicht, warum nicht? Der einen Lehrrede oder den Versen, die wir rezitiert haben, hieß es doch, vergangenem laufe man nicht nach, nicht künftigem Entgegenschau. Aber es geht um das Erinnern im wörtlichen Sinne, das nach innen bringen. Wenn wir uns an die Qualitäten des Buddha erinnern, dann denken wir nicht darüber nach, ach, wie war das damals noch, ja, als der Buddha unterwegs war, sondern was sind die Qualitäten eines Buddha? Das ist Satipatthana, das ist die Vergegenwärtigung der Qualitäten eines Buddha. Oder was immer wir uns auch vergegenwärtigen, erinnern, nach innen bringen, in die Gegenwart bringen. Genauso, naja, irgendwann mal werde ich vielleicht sterben, sondern jetzt ist die Sterblichkeit da. Ich werde mit Sicherheit sterben. Das ist die Vergegenwärtigung, das ist die Geistesgegenwart, sagt man ja auch. Das ist das, was wir praktizieren wollen. Sati, Achtsamkeit an sich, ist nichts Überweltliches oder Besonderes. Jeder hat Achtsamkeit. Das ist notwendig, um leben zu können. Wenn wir sagen, wir wollen viel Achtsamkeit haben, dann meinen wir damit, dass wir kontinuierliche Achtsamkeit haben wollen, kontinuierlich in der Gegenwart weilen.
Denn noch gegenwärtiger als gegenwärtig kann man nicht sein. Also man kann nicht mehr achtsam als achtsam sein. Aber man kann versuchen, kontinuierlich so durchgängig wie möglich im Augenblick zu sein. Und das Missverständnis hatte ich ja schon angesprochen. Ich mache Satipatthana ohne formale Praxis. Wenn wir uns die Lehrreden anschauen, da gab es Leute, die von ihren Berufen her, Pferdebändiger, Elefantenzähmer, Zimmermänner, Achtsamkeit brauchten, um ihren Beruf auszuüben. Und die sind dann zum Buddha gegangen und haben gesagt, auch wir Laienanhänger praktizieren hin und wieder Satipatthana. Am Fastentag, wenn wir uns gebadet und weiße Kleidung angezogen haben und die 8 Ethikregeln eingenommen haben und ins Kloster gehen, praktizieren wir Satipatthana. Solche Aussagen finden wir in den Suttas. Also offensichtlich war das jetzt nicht etwas Belangloses, was man mal so nebenbei macht, sondern das war schon etwas Besonderes, eben auch gerade für Leute, die nicht in die Hauslosigkeit gezogen sind, nicht unbedingt selbstverständlich. Und der Buddha hat es dann gelobt. Gut, dass ihr das so macht. Lese ich doch gleich mal was aus der Lehrrede vor, aus der Einleitung. Dies ist der Pfad, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana, nämlich die 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Was sind die 4? Da verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Gefühle als Gefühle betrachtet, Herz als Herz, Geistesobjekte als Geistesobjekte, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Da setzt sich ein Bhikkhu nieder, nachdem er in den Wald oder zum Fuße eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist, nachdem er die Beine gekreuzt, den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich verankert hat. Und dann praktiziert er Satipatthana. Es fängt an in der Lehrrede mit der Atembetrachtung. Nur am Rande erwähnt, in den chinesischen Agamas kommt in der entsprechenden Passage, das ist also der chinesische Kanon, der so ähnlich ist wie der Pali-Kanon, kommt die Atembetrachtung am Schluss aller Übungen, weil die die subtilste ist. Aber meiner Meinung nach kommt die im Pali-Kanon, die wurde halt von den Redakteuren an die erste Stelle gesetzt, weil darin zum Ausdruck kommt, dass es sich um eine formale Praxis handelt und nicht etwas, was man mal so nebenbei macht. Was auch zum Ausdruck kommt, die körperliche Zurückgezogenheit, Kaya Viveka, die formale Meditationshaltung und nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Das heißt, wir können Satipatthana nur dann praktizieren, wenn die Hindernisse bereits zum Schweigen gekommen sind. Das heißt, wenn eine gewisse Stufe der Sammlung, eine gewisse Stillung der Gedanken bereits stattgefunden hat. Denn für Satipatthana brauchen wir einen Überschuss sozusagen an Achtsamkeit, der übrig bleibt, nachdem wir das, was wir machen, machen. Wir können ja Satipatthana auch üben in den einfachen Tätigkeiten, die in der Lehrrede erwähnt werden. Zum Beispiel beim Hingehen und Zurückgehen, beim Hinschauen und Wegschauen, beim Beugen und Strecken der Glieder, beim Tragen der Robe, beim Umhertragen der äußeren Robe und der Schale, beim Essen, Trinken, Kauen und Schmecken, beim Entleeren von Kot und Urin, beim Gehen, Stehen, Sitzen, Einschlafen, Aufwachen, beim Reden und beim Schweigen. Können wir achtsam sein? Und hier kommt noch dazu, dass wir dabei wissensklar handeln. Das heißt, wir wissen, worum es sich dreht, was wir tun. Also wir können für Satipatthana, um das zu praktizieren, nicht Bergsteigen gehen. Da können wir Achtsamkeit üben beim Bergsteigen, mit Sicherheit müssen wir. Beim Tauchen, das sind jetzt reale Beispiele aus meiner Praxis, mit Leuten über Meditation und Dhamma-Praxis zu reden. Meine Meditation ist Tauchen. Ja, beim Tauchen ist man bestimmt auch sehr achtsam, aber eben keine Satipatthana-Übung. Es handelt sich um einfache Tätigkeiten, die wir normalerweise im
Morgennebel, wenn wir gerade aufgestanden sind, durchführen können. Da brauchen wir nur ganz wenig Achtsamkeit dazu, um kacken zu gehen. Aber wir haben die Gelegenheit, eben den Rest der Achtsamkeit, die wir zur Verfügung haben, für Satipatthana anzuwenden. Was das ist, da komme ich gleich drauf. Eine einfache Tätigkeit an sich ist noch keine Garantie dafür, dass wir Satipatthana praktizieren. Habt ihr vielleicht gemerkt, durch eine Tür durchzugehen ist ganz einfach. Achtsam durch eine Tür durchzugehen ist nicht so einfach. Normalerweise, wenn wir einfache Tätigkeiten ausüben, geht unser Geist spazieren. Andernfalls wäre jeder Straßenkehrer erleuchtet, weil wir mit einfachen Tätigkeiten beschäftigt sind. Also eine Tätigkeit, die sehr kompliziert ist und unsere Ressourcen an Achtsamkeit aufsaugt, ist nicht geeignet für die Satipatthana-Übung, ist selbstverständlich geeignet, um Achtsamkeit zu entwickeln. Achtsamkeit im Alltag zu versuchen beizubehalten, ist wunderbar, um eben Achtsamkeit stark zu machen und kontinuierlich zu machen. Das ist der Sinn unserer Achtsamkeitsübungen, die wir hier machen. Dass keine Zeit mehr dazu ist, irgendwie unachtsam zu sein. Gnadenlos achtsam. Ein weiteres Missverständnis in Hinsicht auf die Achtsamkeitspraxis ist, dass es ein Gegenpol sozusagen zur Sammlung ist. Wir praktizieren Achtsamkeit, die da drüben praktizieren Samadhi und Konzentration. Wir praktizieren Vipassana, das ist die richtige buddhistische Praxis, die da drüben praktizieren Samatha. Samatha ist Oder um unsere Probleme zu lösen, brauchen wir nichts als Achtsamkeit. Du hast Angst vorm Sterben? Ja, du musst einfach achtsamer sein. Du hast Probleme mit deinem Ärger? Sei doch einfach achtsam. Ich glaube, in diesem Kurs ist bereits klar geworden, dass mehr dazu erforderlich ist. 10 Stunden am Tag auf dem Kissen zu sitzen und mit der Achtsamkeit durch den Body zu sweepen, ist einfach. Ist nicht anstrengend. Das, was wir hier machen, den Geist in die Gegenwart bringen, Kontemplation anwenden, den Körper untersuchen, wie sich die geistigen Zustände im Körper manifestieren, das ist anstrengend. Aber das kann mehr. Body Sweeping ist eine prima Meditationstechnik, um den Geist still zu machen. Aber was kann das, wenn Ärger hochkommt? Was kann das, wenn Angst hochkommt? Wenn Gier hochkommt? Da ist schon ein bisschen mehr erforderlich. Um mal den bereits zitierten Mara wieder ins Spiel zu bringen, der hat eine Menge Tricks auf Lager. Wenn wir dem gewachsen sein wollen, dann müssen wir entsprechend auch unser Arsenal gut zur Hand haben und geübt haben und halt auch ein paar Tricks auf Lager haben. Sati allein, Achtsamkeit allein, kann gar nichts. Achtsamkeit ist eine von 5 spirituellen Fähigkeiten. Fängt an mit Vertrauen, Energie, Achtsamkeit, Sammlung, Weisheit. Achtsamkeit ist eine von 7 Erleuchtungsfaktoren. Fängt an mit Achtsamkeit, Wirklichkeitsergründung, Energie, Verzückung, Gestilltheit, Sammlung und Gleichmut. Achtsamkeit ist einer von 8 Tatfaktoren. Richtige Anschauung, richtige Absicht, richtige Rede, richtiges Handeln, richtige Lebensweise, richtige Anstrengung, richtige Achtsamkeit, richtige Sammlung. Wir müssen alle zusammenkommen. Selbstverständlich, ohne Achtsamkeit geht auch nichts. Das ist ein zentraler Bestandteil. Das ist der, der die 5 spirituellen Fähigkeiten in der Balance hält. Das ist das Startsignal für die 7 Erwachensfaktoren. Das ist das Auge im 8-fachen Pfad. Aber Samatha und Vipassana ist eins. Dass Samatha und Vipassana irgendwie verschiedene Meditationsmethoden seien, das ist ein Märchen, was erst viel später entstanden ist. Es sind 2 Aspekte der Geistesschulung, der Herzensschulung, die beide entfaltet werden müssen und die Hand in Hand gehen. Ohne
ein stilles Herz können wir nicht klar sehen. Und umgekehrt, klares Sehen führt zur Stille, zur Ruhe. Meistens steht in den Lehrreden auch ein Doppelbegriff. Sati, Achtsamkeit, und Sampajanya, Wissensklarheit, klares Verstehen. Janya, oder also die Silbe, bedeutet Wissen. Sam heißt zusammen. Pa heißt, gibt eine Richtung an, vorwärts. Das heißt, wir erkennen Zusammenhänge, wir erkennen, in welche Richtung es geht. Insbesondere erkennen wir, welchen Zweck das erfüllt, was wir da gerade machen oder was da gerade in uns vorgeht. Ist es heilsam oder nicht? Sampajanya beendet das Märchen von dem teilnahmslosen, bewertungsfreien Zuschauen. Selbstverständlich, die Bewertung, die wir durchführen, hängt sehr davon ab, wie weit unsere Weisheit entwickelt ist. Das ist der Grund, warum die Krupa-Ajans der thailändischen Waldtradition immer von Satipanya sprechen, statt Satisampajanya. Also die meinen Sampajanya, die Wissensklarheit, die bereits Weisheit beinhaltet. Das ist das, was wir anstreben. Sampajanya, Wissensklarheit, stellt die Frage, was passiert da gerade, was tue ich gerade? Wir müssen uns die Frage nicht beantworten, weil wir die Antwort schon wissen in dem Moment, wo wir uns sie stellen. Aber wir müssen diese fragende, wissenwollende Eigenschaft in uns kultivieren. Das ist Satisampajanya. Der Zusammenhang mit Weisheit ist klar, weil auch ein Heckenschütze hat Sati. Im Sinne von, er weiß, was er da tut. Aber er hat nicht Satipanya, weil er weiß eigentlich gar nicht, was er da tut. Ich hoffe, dass der Gebrauch dieses Wortspiels jetzt rübergekommen ist. Ich beantworte aber auch gerne wieder Zettel. Okay, was bedeutet dann Satipatthana? Grundlage der Achtsamkeit wird es normalerweise übersetzt, habe ich auch so übersetzt, aber eigentlich bedeutet das Wort Thana schon Grundlage. Also Satitana wäre Grundlage der Achtsamkeit. Wie ich gerade schon sagte, dass die Vorsilbe Pa gibt eine Richtung an, vorwärts. Die Vorwärtsgrundlage der Achtsamkeit oder Ausgangsbasis oder das Aktionsprinzip der Vergegenwärtigung. Also da passiert was. Wir schauen nicht nur einfach zu, sondern da passiert was, wenn wir Satipatthana üben. Also körperliche Zurückgezogenheit, wie zum Beispiel hier in diesem Retreat, ist notwendig. Es muss jetzt nicht unbedingt der Wald, der Fuß eines Baumes oder eine leere Hütte sein. Wenn wir das Schweigen einhalten, Sinneskontrolle üben, auf dem Kissen sitzen, auf dem Pfad auf und ab gehen, üben wir bereits auch dieselben Rahmenbedingungen ein, die hier in der Lehrrede erwähnt sind. Dann heißt es Eifer, wissensklar, achtsam und die Hindernisse zu Schweigen gebracht. Habgier und Trauer gegenüber der Welt bereits beseitigt. Dann haben wir diesen Überschuss an Sati zur Verfügung, der notwendig ist, um Satipatthana zu betreiben. Was ist Satipatthana? Das steht in dieser Lehrrede, glaube ich, 21 Mal drin, wenn man es also jetzt nicht abkürzt. Und es erstaunt mich immer wieder, dass dieser Refrain sozusagen, der nach jeder einzelnen Einzelübung genannt wird, allgemein so auf wenig Interesse stößt. Und dass das irgendwie nicht so richtig verstanden wird. Aber wir müssen halt einfach nur mal unsere vorgefassten Meinungen über das, was der Buddha gesagt haben soll, vor allem diese kommentariellen Konvolute, die da oft verwendet werden, um Satipatthana zu erklären, beiseite lassen und einfach mal gucken, was da steht im Pali. Und dann fallen uns ein paar Dinge auf. Also, nachdem wir die meisten hier wahrscheinlich kein Pali kennen, werde ich jetzt mal darauf hinweisen. Ich habe jetzt auch eine neue Übersetzung dabei von diesem Vers, von diesem Refrain. So, also wir betrachten den Atem, wir sind wissensklar, wenn wir unsere Achtsamkeitsübungen durchführen, durch die Türen gehen und Wasser benutzen. Wir kontemplieren die Elemente, wir kontemplieren die Leichen,
Und dann so verweilt ein Praktizierender im Körper, Körper betrachtend oder den Körper als Körper betrachtend oder in Bezug auf den Körper, Körper betrachtend. Das sind drei Möglichkeiten, das zu übersetzen. Das sind alle richtig. Normalerweise wird gesagt, den Körper als Körper betrachten. Ist korrekt. Das heißt, wir machen nicht irgendwelche Vorstellungen drüber, das ist mein wahres Selbst oder irgendwas anderes. Aber man kann es, wenn man es wörtlich nimmt, im Körper, Körper betrachtend verweilen. Das heißt, das, was wir anschauen, ist der Körper und der Ort, wo unsere Achtsamkeit verankert ist, ist der Körper. Gut, aber jetzt geht's weiter. Von innen oder von außen oder von innen und außen. Und jetzt wird wahrscheinlich klar, was diese komische Übung heute Morgen bei der geführten Meditation sollte. Ich lese jetzt erstmal den Rest noch vor. Oder er verweilt im Körper Leidensursprungsdinge betrachtend oder Verwehensdinge betrachtend. Oder Leidensursprungs- und Verwehensdinge betrachtend. Das ist jetzt eine ganz wörtliche Übersetzung. Oder ihm ist die Achtsamkeit verankert, Körper ist für ein ausreichendes Maß an Wissen, für ein ausreichendes Maß an gegen den Strich Achtsamkeit. Und er verweilt sich nicht stützend und er ergreift nichts in der Welt. So verweilt ein Bhikkhu, Mönch, Laienpraktizierende, im Körper, Körper betrachtend. Und dann bei den anderen Grundlagen im Gefühl, gefühlsbetrachtend, im Herz, herzbetrachtend, in den Dingen, Dinge betrachtend oder Geistesobjekte oder Gesetzmäßigkeiten, ist alles korrekt, Dhamma, Dhammanupassana. So, es gibt folgende Missverständnisse in Bezug auf diese Passage. Das eine ist, das ist optional. Einmal sind wir so drauf, dann praktizieren wir den Körper innerlich und äußerlich, von innen, innerlich und äußerlich. Ein andermal haben wir keinen Bock drauf, dann praktizieren wir Entstehen und Vergehen. Und ein andermal machen wir einfach nur die Achtsamkeit, da ist ein Körper und das ist sozusagen die reine Pure Awareness. Das ist ein völliges Missverständnis, weil nämlich es drei unterschiedliche Stufen sind. Die erste Stufe, innerlich und äußerlich, kann jeder. Das ist auch ein Hinweis, den wir direkt in den Texten finden. Wenn nämlich nur jemand das kann, der schon Strom eingetretener ist, dann steht es auch so drin. Ein edler Schüler praktiziert dies oder jenes. Das heißt, wenn wir noch keine edlen Schüler sind, dann können wir uns das zwar schon mal anschauen, aber geht uns im Prinzip noch nichts an. Gibt es eher eine Reihe von Lehrreden, die die Praxis als edlen Schülers beschreiben. Aber das kann jeder, hatten wir heute Morgen gemacht, innen und außen. Dieses Innen und Außen, Ajatang Bahita, heißt innerlich oder äußerlich, wird laut Kommentar und dann von den kommentarfolgenden Meditationsbüchern und Lehrsystemen so verstanden, innerlich bedeutet, ich betrachte meinen Körper, äußerlich bedeutet, ich betrachte deinen Körper oder seinen Körper oder eure Körper. Schon ein bisschen komisch. Vor allem, wenn es dann auch bei Gefühlen so sein soll. Ja, dann wird erklärt, naja, man sieht ja jemanden an, ob er sich ärgert. Kann ich das ja beobachten. Oder ich kann ja Atem von jemand anders beobachten. Als Krankenpfleger habe ich Atembeobachtung bei anderen Leuten gelernt. Die Jane-Stokes-Atmung, die kussmaulische Atmung, die versiegende Atmung eines, der im Sterben liegt und so weiter. Ich sehe, einige andere haben das auch schon mal gelernt. Aber das ist natürlich nicht der Weg, der zur Läuterung der Wesen führt. Zu Nibbana. Ich muss hier bei mir bleiben. Das ist die Achtsamkeitsübung. Naja, oder vielleicht mit übersinnlichen Fähigkeiten könnte ich eure Gefühle betrachten. Oder gut, steht auch nicht drin, dass jemand mit übersinnlichen Fähigkeiten Satipatthana praktiziert, sondern ein Bhikkhu. Also es kann im Prinzip jeder Bhikkhu kann das. Naja gut, dann schließen wir eben zurück, so wie
so mein Körper, wie mein Körper aus vier Elementen besteht, so besteht auch dein Körper aus den vier Elementen. So wird es auch manchmal erklärt. Aber wenn der Buddha sagt, wir sollen Rückschlüsse von anderen auf uns selber machen, dann sagt er das auch. Und hier sagt er es nicht. Der Beweis dafür, dass er es sagt, wenn er es meint, ist bei der Leichenbetrachtung. So wie diese Leiche, so auch dieser Körper. Da steht so drin. Da ziehen wir Rückschlüsse von der Leiche auf die Leiche. Die bereits gammelige Leiche auf die Leiche, die noch rumläuft. Aber nach der Übung steht auch wiederum. Ich betrachte den Körper innerlich und als äußerlich als Körper. Was bedeutet es dann? Das Wort Ajatang bedeutet innerlich, es bedeutet persönlich, es bedeutet subjektiv. Das Wort Bahita bedeutet äußerlich, es bedeutet fremd, anders, objektiv. Ja, warum übersetzt man dann nicht subjektiv und objektiv? Ganz einfach deswegen, weil die Begriffe subjektiv und objektiv die Weltsicht eines verblendeten Weltlings sind. Aber Satipatthana, die Lehre gilt für alle. Das heißt, für einen Arahant gibt es gar kein Subjektiv und Objektiv mehr. Und für jemanden, der unterwegs ist dahin, einer, der sich in höherer Schulung befindet, gibt es das zwar noch, aber er weiß, dass das ein Irrtum ist. Subjektiv und Objektiv. Das Wort Objektiv wird manchmal so als was Tolles dargestellt. Ne? Das ist die wissenschaftliche Sichtweise. Es ist möglicherweise die Sichtweise der Satipatthana-Übung, das ist ja dieses bewertungsfreie, objektive Gewahrsam. Aber objektiv gibt es ja nur deswegen, weil es auch subjektiv gibt. Objektiv ist der Beweis dafür, dass es subjektiv gibt. Die objektive Welt beweist, dass es mich als Subjekt gibt. Deswegen sagen wir nicht objektiv und subjektiv, sondern innerlich und äußerlich. In der Meditation heute Morgen habe ich gesagt, ich bin die Zunge. Oder ich bin der Gaumen oder ich bin der Körper und jetzt sehe ich meinen Körper. Das ist natürlich nur eine provisorische Einstiegsdroge sozusagen, um das mal ein bisschen deutlich zu machen. Innerlich ist ich, äußerlich ist mein, solange wir noch nicht weiter sind auf dem Weg. Aber so fangen wir halt mal an, um das erstmal zu verstehen, das Prinzip. Innerlich und äußerlich finden wir in der Buddha-Lehre ganz oft im Zusammenhang mit den Sinnesgrundlagen, die innere und die äußere Sinnesgrundlage. Innere ist das Sehorgan und äußere ist das Sehobjekt, das Riechorgan und der Geruch, das Schmeckorgan und der Geschmack, das Hörorgan und der Klang. Aber das macht beides zusammen das Hörerlebnis aus, das Seherlebnis, Riecherlebnis und so weiter. Und in all diesen Formen des Erlebens macht der unerleuchtete Weltling einen Hörer, einen Seher, einen Riecher noch dazu. Der Körper ist für diese Art der Praxis besonders geeignet, weil, wie ich schon sagte, der hat alle fünf Fähigkeiten, Sinnesfähigkeiten beieinander. Der Tastsinn ist besonders gut geeignet, weil das können wir im ganzen Körper erforschen, und haben gleichzeitig in diesem Fleischklops das Tastorgan, die innere Sinnesgrundlage, und das Ertastete, nämlich den ertasteten Körper. Das haben wir heute Morgen gemacht. Was kann das? Das kann den Standpunkt, ich bin das, etwas aufweichen. Weil wenn ich mich von außen betrachte, sozusagen die gleichen Sinnesdaten benutze und betrachte den Körper als das ertastete Objekt, dann ist der Betrachter ja irgendwie außen. Das ist äußerlich, von außen. Innerlich ist von innen. Diese beiden Sichtweisen gibt's. Es ist anstrengend, das voneinander zu trennen. Normalerweise reflektieren wir da gar nicht drüber. Ne? Wir identifizieren uns automatisch mit dem Körper. Das bin ich
Außer wenn das Knie weh tut, dann ist der Beobachter, dass ich hier irgendwo in dem oberen Teil des Körpers und das wird dann mein Knie. Und dann jammere ich über mein Knie. Das wird dann zu meiner Welt, mein wahrgenommenes Sinnesobjekt, das Knie. Und dann juckt es mich am Kopf und dann ist die kratzende Hand das Objekt und der Kopf das Objekt. Also wir springen da ständig hin und her, weil wir nicht drauf achten. Aber wenn wir uns jetzt, nachdem die Hindernisse schon zum Schweigen gekommen sind und wir an einen stillen Ort uns zurückgezogen haben und die Augen zumachen und uns mal voll darauf konzentrieren, den Körper innerlich zu betrachten und äußerlich, dann sehen wir, Moment einmal, das ist ja völlig willkürlich, wo ich gerade bin. Innen oder außen? Das hat ja eigentlich mit dem Körper gar nichts zu tun. Da stimmt ja irgendwas nicht. Also mit dieser selbstverständlichen Identifikation, das bin ich, da ist irgendwas faul. Es gibt Fälle, wo Menschen spontan dieses nach außen rücken haben, was wir vorhin versucht haben zu kultivieren. Einmal bin ich in der Zunge und packte den Gaumen ab. Einmal bin ich der Mund und habe die Zunge im Mund. Das sind zwei verschiedene Standpunkte. Einmal ist das Sinnesorgan die Zunge, einmal ist das Sinnesorgan der Mund. Einmal ist das ertastete Gegenstand der Mund, einmal ist der ertastete Gegenstand die Zunge. Das auf den gesamten Körper anzuwenden, ist natürlich noch schwieriger. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem. Ich habe in der letzten Regenklausur also zig Stunden in meinen Retreats verbracht, immer nur hin und her zu wechseln zwischen dem Hintern und meiner Sitzunterlage. Und das ist erstaunlich, was da so vorgeht in einem dann, wie weit man da kommen kann. Wie es diese Identifikation erschüttert. Also unsere Kilesas haben natürlich einen Schutzmechanismus. Also das geht nicht von alleine. Diese Art der Betrachtung ist anstrengend, energetisch, ne, steht hier, eifrig, erfordert Wissensklarheit, Achtsamkeit, erfordert, dass die Hindernisse schon zum Schweigen gekommen sind. Also eigentlich kann man Satipatthana erst praktizieren, wenn man so kurz vor den Jhanas steht. Ja, so ist es auch. Alles andere sind Achtsamkeitsübungen, das ist auch gut, aber noch kein Satipatthana. Ich weiß nicht, ob euch irgendwie heute Morgen das schon ein bisschen gelungen ist, aber es ist schwer. Es ist nicht leicht, diesen Wechsel des Beobachterstandpunkts durchzuführen. Gut, die nächste Stufe. Er verweilt im Körper Leidensursprungsdinge betrachtend oder Verwehensdinge betrachtend oder beides. Also oder bedeutet, das kann ich erst, wenn ich das Vorhergehende ausreichend geübt habe. Denn dann fällt mir auf, da ist noch eine Zutat da, dass ich mich immer so identifiziere, weil ich kann ja hin und her springen. Also der Beobachter ist einmal innen, einmal außen. Das heißt, wenn ich den irgendwo festmache, dann muss noch irgendwas dazukommen, was eigentlich im Körper gar nicht drin ist. Dass dieses Ich sich so irgendwo manifestiert. Weil im Körper selber finde ich ja keinen Beweis dafür. Und ich finde auch sonst, ja, das wird jetzt langsam ein bisschen schwammig, ne, wenn das so beliebig ist, von meinem Beobachterstandpunkt abhängt. Das sind die Dinge, die dem Leidensursprung unterworfen sind. Alles, was wir beobachten, der Körper. Der Leidensursprung ist Samudaya. Samudaya Dhamma, dem Leidensursprung unterworfen. Wird vom Kommentar auch hinweg verblödet. Man soll Entstehen und Vergehen beobachten. Also Entstehen und Vergehen heißt auf Pali Upada Vaya. Upada ist Entstehen, Vaya ist Verwehen oder Vergehen. Das heißt aber hier Samudaya. Samudaya ist in den Suttas immer im Zusammenhang mit der zweiten edlen Wahrheit. Samudaya ist der Ursprung von Leiden, das Begehren. Aha. Er betrachtet den Körper als dem Begehren unterworfen. Samudaya Dhamma, Begehrensdinge oder dem Begehren unterworfen, könnte man auch sagen. Das heißt,
dieses Erleben, was ich in Satipatthana jetzt so seziere, da ist ein Bestandteil dabei, Begehren, der mir Leiden schafft. Also ich sehe deutlich, dass ich da etwas hinzutue, was dieses Erleben als mein Körper oder ich sich mir darstellt. Das ist die zweite Stufe. Und das klingt jetzt ziemlich außer Reichweite, ist immer noch jedem zugänglich, immer noch für jeden möglich, wenn man innen und außen ordentlich geübt hat, darin viel Geläufigkeit hat. Dann ist die nächste Stufe, dieses Erleben ist Körper plus Begehren. Ein Mönch hat mal gesagt, das ist ein Parasit, der auf unserem Erleben sitzt, der aus den Khandas die Upadana-Khandas macht, aus den Daseinsgruppen die ergriffenen Daseinsgruppen. Das ist ein Parasit. Begehren ist ein Parasit. Und das Ergreifen des Körpers, die Identifikation damit, führt zum Dasein. Ich, der Mönch, hier gehüllt in eine Robe. Samudaya ist nicht ein zeitlicher Ablauf. Das ist nicht der Anfang des Erlebens, was ich von dem Atem oder von den Leichenfeldbetrachtung oder Elementbetrachtung oder was ich auch immer gerade betrachte. Es ist nicht der Anfang von einem Erleben, sondern es ist die Bedingung von dem, was ich da gerade erlebe. Die Erkenntnis eines Stromeingetretenen ist, was immer dem Ursprung unterworfen ist, dem Leidensursprung, Samudaya Dhamma, das ist auch dem Aufhören von Leiden unterworfen. Nirodha Dhamma. Yankinchi Samudaya Dhammang Sabantang Nirodha Dhammanti. Kommt x-mal in den Suttas vor. Steht hier aber noch nicht. Das heißt, auf dieser Stufe der Praxis befinden wir uns noch im Vorfeld des Stromeintritts, im Vorfeld Dhamma zu sehen. Was wir schon sehen können, das, was wir hier erleben, ist dem Leidensursprung unterworfen. Das heißt, es ist Leiden. Nicht, weil der Rücken weh tut, sondern weil ich den hernehme und sage, das ist mein Schmerz. Deswegen ist es Leiden. Was man auf der Stufe noch nicht sehen kann, ist, dass alles, was ich ergreife und so zum Leiden mache, auch irgendwann mal ein Ende als Leiden haben wird. Das ist die Gewissheit von einem, der den Weg betreten hat. Aber was wir sehen können, ist, okay, das ist Leiden, weil da noch ein Parasit auf dem Erleben ist, aber es hört auf, als Ding verweht es. Also wir sehen die Vergänglichkeit von dem Ding. Das ist sozusagen eine Zwischenstufe auf dem Weg der Erkenntnis des Stromeingetretenen. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, zu sehen, dass der Atem kommt und geht. Das hat mit Vergänglichkeit überhaupt nichts zu tun. Die Beständigkeit darin zu sehen, dass der Atem kommt und geht, das ist ja kein Leiden. Ich habe ja heute schon mal gesagt, dass Leiden darin besteht, dass Gewissheit und Ungewissheit zusammenkommen. Wenn ich den Atem betrachte, sehe ich die Vergänglichkeit darin, dass ich, indem ich weiß, irgendwann mal geht der Atem und kommt aber nicht mehr. Das ist die Vergänglichkeit, die uns Probleme bereitet. Wenn wir sterben, dann hört der Atem auf. Das ist die Vergänglichkeit, die es zu verstehen gilt. Wir sollen sehen, dass der Atem ebenfalls dem Daseinsdurst unterworfen ist. Wozu ist das Ganze gut? Naja, wir können Begehren nicht abschalten per Knopfdruck, per Willensbeschluss. Wir können Paticca-Samuppada nicht im Handstreich vernichten. Paticca-Samuppada ist die etwas ausführlichere Version der zweiten edlen Wahrheit. Das ist jetzt nicht meine Interpretation, das finden wir auch in der angereihten Sammlung. Was wir tun können, und das tun wir jetzt eigentlich schon hier seit Anfang des Retreats, ist den Kilesas auf die Spur kommen, denen bei der Arbeit zuschauen, schauen, wie die funktionieren, schauen, wie Mara arbeitet, seine Tricks kennenlernen. Diese Tricks haben schon die Tendenz, sich selbst zu verkleiden und zu verstecken. Deswegen ist Satipatthana anstrengend und schwierig. Das ist nicht einfach nur mal achtsam beim Gläserspülen zu sein. Die nächste Stufe
von Satipatthana. Oder ihm ist die Achtsamkeit verankert, Körper ist für ein ausreichendes Maß an Wissen, für ein ausreichendes Maß an gegen den Strich Achtsamkeit. Und er verweilt sich nicht stützend und er ergreift nichts in der Welt. Der Kommentar sagt, tja, das ist halt ein gewisses Maß an distanzierter, interesseloser Achtsamkeit, da ist halt der Körper und das ist auch, was jeder kann und wenn uns danach ist, dann machen wir das. Aber es ist nicht so. Das ist die Praxis eines Praktizierenden, der den Weg voll betreten hat, einer, der mindestens Stromeintritt erlangt hat. Denn wir betrachten nicht, da ist ein Körper. Das bin ich, das ist mein Körper. Da ist ein Körper, wenn wir sagen, ich habe so diese Distanz, bilden wir uns was ein. Mara lacht sich ins Fäustchen, wenn wir so praktizieren. Das Ego ist immer da, entweder innerlich oder äußerlich. Und er praktiziert das in einem Maß, was notwendig ist, um gegen den Strich Achtsamkeit zu entwickeln. Das heißt nämlich nicht Achtsamkeit, wie es normalerweise übersetzt wird, sondern Patisati. Pati heißt gegen und Sati heißt Achtsamkeit, also gegen Achtsamkeit. Das praktiziert er. Gegen welchen Strich? Der Seka, der noch nicht fertig ist, der noch kein Arahant ist, hat er noch die Tendenz, sich zu identifizieren. Nur wenn er achtsam ist, weiß er, dass das verkehrt ist. Und er muss dann gegen den Strich dieser Tendenz gehen. Wie wir es in der ersten Lehrrede in der mittleren Sammlung finden, der in höherer Schulung, noch, das ist mein Körper, aber er sollte es nicht tun. So steht das da drin. Er weiß, es ist verkehrt. Und deswegen hat er dieses Patisati, was gegen den Strich geht. Mir war beim Kontemplieren dieser Lehrrede mal eine Zeit lang nicht ganz klar, ob das jetzt nicht vielleicht sogar den Arahant beschreibt, die Situation des Arahants. Weil die praktizieren ja auch Meditation für ein angenehmes Verweilen hier und jetzt und so weiter. Aber ich habe dann mal geschaut, es gibt so 5 oder 6 Fälle, wo das Wort Patisati sonst noch im Kanon auftaucht und es ist eindeutig, dass das die Übung des Seka ist, der in höherer Schulung ist, der den Pfad betreten hat, aber noch nicht fertig ist. Weil den Ausdruck, sich nicht stützend ergreift er nichts in der Welt, könnte man ja auch so verstehen, er ist schon fertig mit jeglicher Anhaftung, das wäre dann ein Arahant. Aber es ist wohl die Praxis dessen, der gegen den Strich der Vereinnahmung arbeitet. Er sollte nicht wähnen, dieser Körper ist mein. Er tut's noch, aber er weiß, es ist verkehrt. Und die Folge davon ist, dass er sich nicht stützt und nichts ergreift. Dann ist er fertig mit der Praxis und dann muss er auch kein Satipatthana mehr praktizieren. Vielleicht sollte ich noch auf Vedana eingehen, die Arbeit mit Gefühlen, da gilt genau dasselbe. Gibt es ein innerlich und ein äußerlich. Vedana, Gefühl, hat 2 Bedeutungen. So diese aktive innere und die passive äußere Bedeutung. Vedana ist das, was fühlt. Und was fühlt Vedana? Naja, Gefühl. Gefühl fühlt Gefühl. Da kann man auch innen und außen sehen. Ist gar nicht so schwer. Wenn ihr Schmerzen habt und dann mal guckt, ob man das von innen oder von außen betrachten kann. Geht relativ leicht. Aber es ist dann noch nicht richtig Vedana Vipassana, weil wir eigentlich noch den Körper betrachten. Wenn ich da Schmerzen im Knie habe, und sagt, da habe ich Schmerzen im Knie, dann betrachte ich sowohl das Knie als Körper, als auch das Gefühl, beides zusammen. Die Satipatthanas sind nur 4 verschiedene Aspekte mit zunehmender Subtilität von einem und demselben Erleben. Das ist nicht so, hier ist blub, da ist der Körper und blub, da ist das Gefühl, das ist ein kompaktes Erleben. Dennoch, die Kruba Ajahn sagen, man soll Körper und Gefühl und Geist oder Herz voneinander trennen. Also einige sagen das, nicht alle. Das, also die 3 Satipatthanas voneinander trennen, was aber schon mal gar nicht so einfach ist. Also zu glauben, wenn wir Body Sweeping machen, dass wir dann Vedana Nupassana betreiben, das ist auch eins von diesen Märchen.
Um die wirklich voneinander zu trennen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, indem wir mit der Sammlung so weit vordringen, dass Piti hochkommt. Diese Verzückung im Körper, die ist auch im Körper spürbar. Aber wir können die dann schon deutlicher von dem normalen Körpererleben unterscheiden, weil die nicht mehr von dem Sinneserleben abhängig ist. Piti kommt nicht durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, sondern Piti kommt, wenn wir uns von diesen Dingen abwenden. Die mögen zwar noch anwesend sein oder sind bestimmt auch noch anwesend, aber nicht mehr davon abhängig. Piti kommt mit zunehmender Loslösung. Selbst Piti, was aufkommt in Momenten der großen Inspiration, zum Beispiel, also ich habe in Bodh Gaya am Mahabodhi-Tempel schon ein paar Mal Wallungen von Piti gekriegt, ohne jetzt in Samadhi zu sein oder was. Einfach die Inspiration, die mich losgelöst hat von irgendetwas noch wollen in dem Moment. Da war alles in Ordnung, da waren keine Wünsche mehr offen. Was also in Indien schon was Bemerkenswertes ist. Also in Indien, zumindest diese Art von Wunsch, die abwehrende Art von Wunsch, die kommt da schon leicht hoch. Also der Buddha, das war schon irgendwie geplant, glaube ich, dass der ausgerechnet in Bihar Erwachen erlangt hat. Das war ja nun wirklich, Indien ist ja nun kein einfaches Land, aber das ist wirklich noch die schlimmste Gegend von ganz Indien. Oder andere Momente, wo Piti hochkommen kann, Augenblicke der Inspiration, ja, als Lumpur Liam bei uns zu Besuch war vor 2 Wochen und ich saß in der Sala und hörte ihn nur, wie er zur Tür rein, ich hörte ihn, er war noch vor der Tür, ich hörte nur seine Stimme und ja, da war so eine Inspiration da, da hatte ich keine Wünsche mehr, da war einfach alles in Ordnung. Das ist die Unabhängigkeit von Wünschen, die zu Piti führt. Und genau diese Unabhängigkeit vom Körper, die zu dem körperlichen Gefühl von Piti führt, erlaubt es uns, diese Form von Sukha-Vedana von dem normalen Körpererleben zu trennen, in der Sichtweise. Eine andere Möglichkeit, Vedana von Kaya zu trennen, ist die Praxis, Dukkha-Vedana-Schmerzen zu durchbrechen. Ich erzähle euch das jetzt einfach nur. Also da sitzt man so lange, bis es ordentlich weh tut und bleibt dann einfach sitzen, bis es nicht mehr weh tut. Ich weiß, dass Lungpa Tongdeng das bereits als Kind praktiziert hat und tiefe Einsicht dadurch gewonnen hat und dass er es immer noch praktiziert. In jeder, ich glaube, 2 von 3 Nächten in der Regenklausur sitzt er also die Nacht durch und sitzt dann, bis die Dukkha-Vedana verschwinden. Also ich habe selber mit dieser Praxis keine Erfahrung. Ich bin da einfach ein Weichei, also gibt ja noch andere Möglichkeiten. Lumpur Tongdeng hat ja auch gesagt, ich soll die Elemente kontemplieren. Ja, warum? Die Gefühle entstehen natürlich in Abhängigkeit vom Körper, aber sie sind nicht der Körper, sie sind ein eigener Aspekt. So, jetzt sitze ich so lange, also so stelle ich mir das vor. Wie gesagt, ich habe keine persönliche Erfahrung mit dieser Form von Praxis. Jetzt sitze ich so lange, bis es weh tut. Das ist immer noch ich und der, also mein Körper und die Gefühle eins. Ja, jetzt ist aber der gleiche Körper und plötzlich, bupp, sind die Gefühle, diese schmerzhaften Gefühle weg. Die Achtsamkeit ist aber noch voll auf dem Körperteil, was vorher enorm wehgetan hat. Und in dem Moment erkenne ich eben den Unterschied zwischen den Dukkha-Vedana und dem Körper, der diese Gefühle ursprünglich mal hervorgerufen hat. Die dritte Übung, bei der wir Vedana und Körper voneinander trennen können, ist die Übung mit neutralem Gefühl. Warum? Weil wir uns normalerweise automatisch mit jedem Erleben identifizieren, was neutral ist. Wir nehmen da keine Stellung dazu. Wie bei angenehmem Gefühl, da nehmen wir Stellung dazu, das wollen wir haben. Unangenehmem Gefühl, da nehmen wir Stellung dazu, das wollen wir wegdrücken. Und die Verblendung im neutralen Gefühl ist eben so virulent, das ist halt neutral, wir nehmen da keine Stellung dazu. In dem Moment, wo ich neutrales Gefühl erkenne, ist die Verblendung schon ein Stück in dem Moment, Bezug auf dieses Erleben, nicht mehr da.
erfordert auch viel Übung. Deswegen habe ich auch vorgeschlagen, wann immer wir durch eine Tür gehen, schauen, gibt es einen Teil im Körper, was nicht wehtut, was ein neutrales Gefühl hat. Beim ersten Mal üben haben wir deswegen das neutrale Gefühl immer noch nicht isoliert. Aber die einzige Chance, das in den Griff zu kriegen, ist eben, dass wir uns dieser Sache bewusst werden. Ja, Vedana innen und außen, Citta, Herz innen und außen, Dhamma innen und außen, das als echte Satipatthana-Praxis zu praktizieren, ist echt schwer. Deswegen schlage ich das hier auch nicht weiter vor. Aber wenn wir mit unseren Dukkha Vedana umgehen, so wie ich es beschrieben habe, dass wir die distanziert betrachten, dann lernen wir da was in dieser Richtung. Bereits dieses Identifizieren mit dem Objekt etwas abzuschwächen. Nicht automatisch mit Abneigung zu reagieren, sondern zu sehen, da ist die Tendenz, etwas loswerden zu wollen. Wir können die nicht abschalten, aber wir lernen sie kennen. Wir lernen die Kilesas kennen, wie sie funktionieren, wie sie arbeiten. Die gute Nachricht ist, dass die Körperbetrachtung vollkommen ausreicht. Wir müssen die schwierigeren Übungen nicht können. Manche von den Kroba-Ajans sagen, die Körperbetrachtung reicht aus, um Anagami zu werden. Guter zweiter Platz, wäre ich auch schon damit zufrieden. Aber Ajahn Dhan hat gesagt, wir lernen die Prinzipien des Ergreifens auch schon am Körper. Und wenn wir diese Prinzipien kennengelernt haben, dann können wir die auch auf das Ergreifen der geistigen Faktoren anwenden und entsprechend loslassen, um Arahant zu werden. Also ich kann euch jetzt nicht garantieren, dass das stimmt, ich glaube es ihm einfach. Also würde ich sagen, praktizieren wir Körperachtsamkeit, bis wir alle Anagami sind und dann reden wir weiter, dann können wir uns immer noch entscheiden. Die Betätigungsfelder von Satipatthana in der Körperbetrachtung sind zusammengefasst die 4 Körperstellungen. 3 davon hatten wir schon formal praktiziert. Die 4. ist Liegen. Man kann auch im Liegen meditieren. Das Problem beim Liegen ist, dass die Liegestellung uns konditioniert zu der Wahrnehmung, jetzt ist Zeit, schlafen zu gehen. Es gibt Leute, die sehr gut im Liegen meditieren können. Ich gehöre leider nicht dazu. Ich schlafe immer ein, wenn ich versuche, im Liegen zu meditieren. Ich schlafe schon immer beim Yoga. In der Entspannung schlafe ich schon immer ein. Aber es schadet ja nicht, beim Zu-Bett-Gehen vor dem Einschlafen ein bisschen Satipatthana zu praktizieren, innerlich und äußerlich oder verfaulen oder was anderes, Metta. Metta ist sehr gut, schläft man ja gut, träumt man gut, wacht man frisch auf. Also beim Zu-Bett-Gehen im Liegen, Metta. Okay, die 4 Körperhaltungen, dann Aktivitäten, habe ich vorgelesen, was der Buddha vorschlägt. Wir haben hier unsere Türen, wir haben unser Wasser, Hausputz können wir ja auch achtsam machen, aufstehen, absenken. Der Atem, da gibt es dann morgen Details. Wir haben vorhin auf Pali schon gechantet, worum es morgen geht. Die 9 Leichen muss man nicht so formell machen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, machen wir morgen in der geführten Meditation. Und die 4 Elemente. Dass der Körper aus 4 Elementen besteht, hatten wir auch schon ansatzweise. Festigkeit, Bewegung, Wärme, Kohäsion. Und die 32 Körperteile, die fehlen noch, machen wir auch noch. Aber wie gesagt, damit Satipatthana wird, innerlich und äußerlich. Wir müssen nicht immer Satipatthana machen. Also den ganzen Tag, das hält man nicht durch. Also ich halte es nicht durch. Es ist einfach zu anstrengend. Wir bleiben dann bei dem Meditationsobjekt, ohne diesen Beobachterstandpunktswechsel durchzuführen und ruhen uns ein bisschen aus, um wieder Kraft und Schwung zu bekommen. Arahaṁ Sammā Sambuddho Bhagavān
Buddham Bhagavantam Abhivadi. Svakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangha Nam.